Sind wir jetzt so angekommen in den hinteren Bereich der Tabubahn, nämlich in den Toilettenbereich. So. Komm, wollen wir doch mal gucken, was hier abgeht? Ja, zeig's mir, komm. Oh, ja. Das sind aber interessante Toilettenbereiche hier. Hier sehen wir nämlich gerade ein Fotoshooting von Sworn Fotorat. Und zwar zum Thema Shit Happens. Ja. Und da sitzt die gute Svena Mira. Drückt es oder piekt es? Es piekt. Jetzt kommt er hier und stellt uns beim Shooting. Ne? Ja, das machen wir sehr gerne. Guck mal hier unten, komm mal hier vorbei. Siehst du den jungen Mann? Ja, peace. Das ist Sworn. Sworn, erzähl mir doch mal, was machst du denn jetzt gerade? Warum hast du hier eine junge Dame auf der Toilette? Sie sieht nicht aus, als wenn sie auf der Toilette kann. Du weißt, das shit happens, ne? Gönn dir was Besonderes? Also, das ist diese legendäre Toilette, von der alle erzählen, richtig? Ja. Oder gibt es da noch eine exklusivere Toilette? Ja, und da gibt es dann halt solche Bilder. Ganz kurz rüber schwenken, komm mal her. Jetzt sagst du mal rüber schwenken. Achtung. Oh, da war was Nacktes, da war was Nacktes. Ja, ja. Da tun wir mal weg. Aber gehen wir mal dann jugendfreies hier. Oh. Sag mal, wie viele Bilder musst du machen, bis du das eine perfekte hast? Ach du, die sind eigentlich alle perfekt, aber ich suche dann wirklich nur die allerbesten aus. Und dann bleiben so circa 20 Bilder, die man hergeht und sagt, okay, die nimm mal. Aber die sind ja alle fast so. Mhm. Also technisch gesehen 1A. Das sieht sehr gut aus. Also kannst du ja schon so direkt abdrucken. Print. Ja. Oder? Fertig. Ja. Gefällt dir, oder? Ja, fertig, ja. Und die Idee ist ja, die Idee war ja ganz easy. Ach, hier. Mhm. Die Leute da abzulichten, wo jeder mal hin muss, ne? Auf der Toilette. Ja, ja, sehr, sehr schön. Wie viel hast du jetzt schon auf deiner Toilette gehabt? Hast du eine Strichliste? Nein. Nicht? Nein. Eine Zahl, Pi mal Daumen. Ja, so 40, 50 Leute waren schon bestimmt drauf. Das ist schon eine Nummer. Hast du ein Ziel? Nein. Soll immer weitergehen. Mimi war auch schon letztes Mal auf der Toilette, oder Mimi? Hier der Hund, oder? Ja, Mimi ist so ein Superstar hier. Mimi, komm mal zu Papa. Komm mal her. Komm, Papa. Wer ist denn sozusagen dein Lieblingsdarsteller, Darstellerin oder fotografierende Person gewesen? Ja, ich wollte den Jason Steele haben als Verbrecher auf der Toilette in so typischer Kleider. In meiner Alltagskleidung. Ja, Häftlingskleidung und so. Aber er traut sich ja nicht. Ja, wir haben einfach noch keinen Sträflingsanzug gefunden, der in meiner Größe passt. Die meisten sind einfach zu groß für mich. Ja, ich bin ja sehr schmal gebaut und ihr gehört zu den eher lieben Menschen auf der Welt. Und ist sehr schwierig zu finden für mich. Vielleicht wird es ein Kettenhemd, mal gucken. Ja, Mimi war ja auch schon auf der Toilette hier. Die war letztes Mal auf der Toilette. Ne, Mimi? Du bist jetzt da. Wen hättest du denn noch gern außer mich auf der Toilette? Lady Gaga. Ja? Vielleicht können wir das ja arrangieren. Beim nächsten Artischocken weit werfen. Das ist ja offen für verrückte Dinge. Vielleicht treffe ich sie da. Ja, du willst ja auch so Nachtrodeln bestimmt, oder? Bitte? Nachtrodeln willst du auch? Ich würde gerne, aber die Listen für Männer sind schon voll und ich habe auch schon mich umgehört. Nach internen Angaben ist das Verhältnis von Männern und Weiblein ca. 70-30. 70% weiblich, 30% männlich. Schöne große Verarschung. Ich habe mich bereits im Dezember angemeldet. Und angeblich sind beide Listen im Braunlager und im Winterdings voll. Ja, ich glaube, du bist noch nicht so berühmt wahrscheinlich. Nee, bin ich auch nicht. Ich habe die also wirklich zweimal angeschaut und habe gesagt, ich bin ein Wichser und ich würde wirklich jeden voll wichsen, den sie mir da hingeben und so. Aber sie haben gesagt, sie haben genug Wichser, sie brauchen mich nicht mehr. Ja, jetzt verstehe ich auch. Wer ist denn von den Wichsern dabei? Von bekannten Wichsern gar keiner, aber von bekannten, also Wichsvorlagen sehr viele, ja. Ah, okay. Also, da haben wir ganz viele. Und da hat er noch extra betont, so, ich habe ja mit ihm immer geschrieben, so, ja, wir haben auch das eine oder andere Erotikgesicht mit bei. Ist schon klar, ja, mindestens 20. Alles klar. Also, so ziemlich eigentlich jeder, der in der Erotikbranche ist, wird bei diesem Nacktrodeln dabei sein. Sofern er Titten hat. Ja, ich weiß ja nicht, ich habe dich ja sogar eingeladen vor 10 Tagen, Fashion Week war. Habe ich nicht mitgekriegt. Aus den Shit Happens Bildern wird natürlich auch Fashion gemacht. Mhm.
Nee, ich muss Uni. Ich habe jetzt noch ein bisschen nächste Woche Montag. Vielleicht guckst du mal auf der Fanpage mal vorbei bei mir. Wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeit habe. Hier in Facebook, Shit Happens bei Swan, einfach mal suchen. Und da gibt es auch schon die ersten Fashion-Bilder, beziehungsweise die Klamotten, die man auch bestellen kann. Mit Ibis Bronco drauf oder mit MC Bastard oder mit Mikey Cyrox oder Annemarie Eilfeld oder mit Amira. Ja, sehr gern. Ich komme sehr gern rum. Vielleicht bekomme ich ja auch ein T-Shirt. Nein, du bekommst es nicht geschenkt. Vielleicht fällt ja eins ab hinten irgendwo. Nein, du bekriegst keins geschenkt. Und vielleicht kann ich für mein Publikum auch noch eine Kiste abgreifen. Freishirts, Shit Happens Freishirts. Ja klar. Mal gucken, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich sage, wir müssen das vielleicht doch irgendwann mal machen, der Sträflingsgeschichte, wa? Ja, und am 14.02. Valentinstag, wie passend. Ich mache ja nicht nur Klamotten, ich habe sogar ein eigenes Parfüm für Männer. Aber sag nicht, dass es Musik macht. Bitte sag nicht, dass es Musik Nein, macht. Nein, das macht der Mann. Ja, das macht jemand anderer. Genau. Mein Shit Happens Parfüm riecht sehr geil. Mit Pheromone versetzt. Ja. Tierisch oder männlich? Nein, männlich und weibliche. Das männliche Parfüm hat männliche Pheromone drin und das weibliche hat weibliche Pheromone. Natürlich, natürlich, ja, ich vergaß. 14.02. wird das der Öffentlichkeit vorgestellt. Einige haben es schon gerochen, wie Annemarie oder Carla Roth hat es gerochen. Die hat gemeint, oh, super geil, riecht das Swan. Und ab dem 14.02. Im Handel dann erhältlich oder bei mir auf der Fanpage. Zieht euch den Shit rein. Also wir sind gespannt. T-Shirts, Pheromone, Pheromon zerstäubar und wirklich 1A schöne Bilder gibt es hier bei Swan. Swan Fotorat im Ganzen auch bei Facebook zu finden, auf der Internetseite. Meldet euch, wenn ihr es mal wieder geil besorgt kriegen wollt, auf der Toilette. War das grammatikalisch richtig? Hm? Ja, wunderbar. Also, macht's gut. Bis dann. Haut rein.